Ja, lange gab es kein Video mehr. Jetzt gibt es ein neues Video. Ich habe mir das neue Nexus 5 in Rot bestellt. Das ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Und nach dem Intro seht ihr das Unboxing. Ja, hier haben wir das gute Stück auch liegen. Das ist die 16 GB-Variante. Die kostet 349 Euro. Für 50 Euro mehr gibt es eine 32 GB-Variante, die ich jedem empfehlen würde, denn 50 Euro sind jetzt nicht so wirklich viel für die doppelte Speicherkapazität. Für mich werden 16 GB jetzt hier reichen zum Ausprobieren. Wir haben hier auf der Vorderseite einmal Google stehen, dann haben wir hier das Handy von der Frontansicht, da sehen wir auch schon wunderbar, wie rot das ist. An der Seite stehen haben wir LG, das Handy ist nämlich von LG. Auf der Rückseite steht Nexus 5 und wir sehen das Nexus auch von der Rückseite. Nochmal LG und ein paar Nummern mit Gigabyte-Anzahl und so weiter. Und dann können wir das auch schon hier rausschieben. Und haben dann hier einen weißen Karton, wo auch nochmal Google draufsteht. Sieht man, glaube ich, jetzt nicht auf der Kamera. Ist ein normaler weißer Karton mit zwei Klebestreifen, die wir einfach jetzt durchschneiden mit dem Unboxing-Messer. Zack. Dann können wir das hier anheben. Und da haben wir das wunderschöne rote Nexus 5. Ich hatte damals schon das Nexus 4 in Schwarz, konnte es auch mal ein bisschen testen. War eigentlich ganz zufrieden. Ich denke mal, dass das jetzt hier viel, viel geiler sein wird, von der Form her und von der Software her und hardwaremäßig her. Wenn ihr das Unboxing zum Nexus 4 sehen wollt, das war noch auf dem alten Kanal, schaut einfach mal in die Beschreibung, da ist ein Link. Ja, dann schauen wir mal hier in die Verpackung. Da haben wir dann das Nexus. Schauen wir mal, wie wir das hier rauskriegen. Einfach rausnehmen. Hier wunderbar in Rot. Sieht meiner Meinung nach richtig, richtig geil aus. Es leuchtet wirklich richtig krass. Echt unnormal. Aber dazu kommen wir nochmal später. Wir schauen uns jetzt nämlich erstmal an, was noch so in der Verpackung drin ist. Dann hier so einen kleinen Tab zum Rausziehen. Da ist nichts drin. Dann können wir das hier so aufmachen. Dann haben wir hier einmal als erstes das SIM-Tool. So eine kleine Nadel, wo wir die SIM-Karte wechseln können. Kleine Anleitung und so weiter. Dann, wie wir das Ganze anschalten in verschiedenen Sprachen. Sicherheit und Garantie und nochmal auf andere Sprache. Also viel zum Lesen, falls euch langweilig ist. Dann haben wir hier einmal ein Netzteil zum Aufladen und dann haben wir hier das Micro-USB-Kabel, das entweder da reinkommt oder in den Computer zum Aufladen von dem Handy. Mehr ist da nicht drin, das war es dann auch schon. Können wir dann wieder hier schick reintun. Das Teil werde ich hier gleich brauchen. Deckel drauf und dann schauen wir uns mal das Handy an. Ja, hier haben wir dann das wunderschöne neue Nexus 5 in Rot. Hier sehen wir LG, Nexus. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich finde, das sieht wirklich sehr, sehr, sehr geil aus in diesem Rot. Hier auf der Rückseite haben wir die 8-Megapixel-Kamera mit Blitz. Oben haben wir den Kopfhörereingang und ein Mikrofon. Auf der rechten Seite haben wir den SIM-Slot und ein Power-Button. Sonst haben wir da nichts. Unten haben wir Lautsprecher und Micro-USB-Anschluss zum Aufladen und Daten drauf machen und so weiter. Und links haben wir die Lautstärketasten. Ja, vorne haben wir einen wunderschönen 4,95 Zoll Full-HD-Display mit Gorilla Glass 3, also sollte sehr, sehr stabil sein. Das Handy hat einen 2300 mAh Akku, der sollte auch ordentlich ausreichen. Und wir haben in dem Handy einen Snapdragon 800 Prozessor, der mit 2,26 GHz getaktet ist. Der sollte mit Android 4.4 das Handy auf ordentlich Geschwindigkeit bringen. Falls ihr noch andere Wünsche habt, was ich für Videos dazu machen sollte, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ihr könnt ab jetzt wieder jede Woche neue Videos erwarten. Tut mir leid für die Pause, ich hatte leider keine Lust. Ja, jetzt geht's wieder los mit Videos. Schreibt mir auch in die Kommentare, was für Videos ihr euch noch wünscht zum Nexus 5 und wie euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.